Die Berliner Philharmoniker haben das George Enescu Festival in Bukarest eröffnet. Der gleichnamige Komponist, Pianist und Dirigent wird von vielen als eins der größten musikalischen Genies des 20. Jahrhunderts angesehen. Das Festival wurde 1958 ins Leben gerufen, 3 Jahre nach dem Tod des Dirigenten. Mit dem Festival möchten wir Rumänien von einer anderen Seite zeigen. Es ist harte Arbeit, das Image mit Hilfe von Kultur aufzupolieren. Dazu braucht es nicht nur ein gutes kulturelles Angebot, sondern auch die nötige Finanzierung. Das dreiwöchige Festival soll uns helfen. Es ist überall sichtbar und Journalisten aus aller Welt kommen aus dem Ausland, um darüber zu berichten. Das Musikfestival geht noch bis zum 22. September. Die letzten 30 Jahre war ich jedes Mal hier. Schon als Kind hat mich klassische Musik fasziniert. Es ist schön, hier zu sein. Ich reise um die ganze Welt. Jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, komme ich hierhin, denn klassische Musik ist Balsam für die Seele. Für mich als Rumänin ist das Festival wichtig, denn ich bin stolz auf den Komponisten George Enescu. Ein weiterer Höhepunkt am Eröffnungsabend, das belgische Ensemble Cetra d'Orfeo, das auf Musik des 15. bis 18. Jahrhunderts spezialisiert ist. An die 3000 hochklassige Künstlerinnen und Künstler treten hier in 3 Wochen auf. Die meisten Konzerte sind schon ausverkauft. Das Enescu Musikfestival ist eins der größten Ereignisse für klassische Musik in Osteuropa und sehr gut organisiert. Gute Nachrichten aus einem Land, das normalerweise wegen politischer Skandale und Korruption von sich reden macht.